Gespannt, ob wir zu hören sind und ob die Kollegen alle auftauchen. Aber das ist ja so ein wunderbarer, normaler Dienstag. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Zuschauer zu uns kommen. It's Christmas time. Ah! Los geht's. Aber lustigerweise funktioniert es nicht mit dem eigentlichen Livestream. Ton läuft. Ich krieg nur gerade nicht den passenden Chat zum Stream. Aha. Also Scheiß. Also ich habe den Stream angemacht und gleich der Chat da. Ich krieg nur gerade auf meiner eigenen Seite 5 Streams angezeigt. Bei mir stehen 2 auf deiner Seite. Ihr Warte, Lieben, Moment, warte mal. ich bin sofort bei euch. Keine Panik, ich muss nur eben den Chat hier organisieren, weil sonst bin ich blind. Warte auf Bau, Boom, Bang. Marco Ehlert geht in den anderen Stream. Der Joef schreibt gleich auch, die Muppets kann ich hören. Ton ja, Bild nein, schreibt der Alex. Ja, Der Alex. alles richtig. Aber Bild kommt sofort. Das ist noch das Standbild, was ihr seht. Geht sofort los. Jetzt habe auch, glaube ich, den Stream gefunden. Einen wunderschönen guten Abend und jetzt geht's aber wirklich los, hoffe ich zumindest, denn ich bin guter Dinge. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben Dienstagabend 21:26 Uhr. Der nächste Versuch und mein Kameramann pennt immer noch. Ach, vielleicht liegt es ja heute auch am Kameramann. Ich kann es euch noch nicht genau sagen. Auf jeden Fall bin ich happy, dass ihr da seid und dann geht's jetzt mal los. Damit wir keine Zeit verpassen, wollen wir gleich mal gucken, ob hier die Ecke da oben in der Ecke da oben auch gefüllt ist. Na Und klar. yes, Hallo. sogar mit Ton. Juhu! Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid, auch wenn ich von euch nur Viertelbilder da oben habe, aber es sieht auch sehr lustig aus. Den Matthias, falls ihr ihn noch nicht kennt, alias Teaser.cc, da oben in der Ecke gerade mit Hörnchen. Und der liebe Pero alias der Kompressorschrauber mit Hexenhut.
Hallöchen. Hat er gerade noch den Kindern geklaut. So, dann wollen wir mal gucken, wer alles am Start ist. Wer ist denn heute alles mit am Start? Der R-Multitool, Kraftwerk 67 sehe ich, Edwin Wagner, Olli Geller, Albert Schwertfeger, der Björn Borg ist da, der Dr. Kübel ist am Start, der Holz. Papi ist am Start, 3D Holz, Ralf Schröder ist am Ta Start, 10.000 Abos ohne Video, Herr Blei, Holzwurm, Frank Schmidt ist am Start, Marco Ehlert ist am Start, R-Multitool, der Jan, der Bastler ist am Start, der Rick Tai ist am Start, der Kompressorschrauber ist am Start, der Sven Melon ist mit am Start, Dirk Nähe ist am Start, Bilou ist mit am Start und. Der Bullard mit am Start. Alter Schwede, jetzt rappelt's aber durch. Das heißt, ihr seid auch alle mit dabei. Schön, dass ihr dabei seid. Und für alle, die neu sind auf diesem Kanal, wir haben Dienstagabend für euch der Dienstag. Ab jetzt in eurer Zeitrechnung auch der Dienstag. Und der Dienstag heißt so viel wie wir bauen live hier in meiner Werkstatt. Wir haben jetzt gesagt, ja, 21:30 Uhr schon. Circa 90 Minuten lang werden wir bauen. Die ein oder anderen werden das besser einschätzen können. Ich versuche mich ungefähr an diese Zeit zu halten. Es kann aber auch mal 5 Stunden dauern. Das ist dann halt einfach ein Vielfaches von 90 Minuten. Ansonsten gibt es hier irgendwo einen tollen Chat, wo die ganzen. Jetzt der Matthias gerade weg. Was? Ja, ich sehe von dir nur dein Logo. Aber egal. Und ich höre mich doppelt bei dir. Ist egal. Wir machen mal einfach weiter. Der Matthias hat mir nämlich gerade. Boah, das ist jetzt nervig. Der Matthias hat mir nämlich gerade lustigerweise noch gesteckt, dass er die Tage auch ordentlich Probleme im Internet hatte. Und wie blöd das auch immer ist, ich habe keine Ahnung, was schon wieder los ist. Aber jetzt lag es gerade wieder an einem nicht verhinderbaren Update beim OBS Studio bei Streamlabs, die mich zu dem Update gezwungen haben, leider vor der Sendung. Es hat eigentlich auch vorhin funktioniert und ich habe leider nicht gelesen, dass das Update, was mit dem Livestream, also Live-Gehen zu tun hat, völlig egal, ist ein Insider, also nicht ein Insider, sondern eine interne Nummer. Wenn ich einen Stream starte, normalerweise konnte ich den immer planen, so wie ihr das gewohnt seid. Deshalb wart ihr und ich gerade auch im falschen Stream. So, und Pero, aber du bist noch da, ne? Ich bin immer am Start. Ja, also irgendwas ist bei Matthias im Popo. Naja, egal, das wird gleich irgendwie wieder funktionieren. Wie ich gerade schon angekündigt habe, bevor ich dazu komme, dass wir heute etwas bauen, was ihr bei Instagram heute aussuchen konntet. Deshalb haben gerade schon ein paar geschrieben. Oh, ich muss die Punkte erstmal ausmachen, ganz kurz. Dazu gehe ich mal ganz kurz nach hier vorne. Das müssen wir, habe ich vergessen einzustellen, weil das ist wirklich nervig, mit der Hoffnung, dass er es gerade macht. Commons, Defaults. Whisper, bam. So, das war's mit Punkteabfrage. Aber wie ich euch gerade ja schon mitgeteilt habe oder wie ihr vielleicht festgestellt habt, wenn ich wieder umschalte, seht ihr, ich habe jetzt einen Kameramann. Und um das Ganze ein bisschen professioneller einfach zu gestalten, für euch auch, ich weiß nicht, ob ihr den letzten Blog von mir, meinen Vlog gesehen habt. Und da werdet ihr gesehen haben, dass ich jemanden besucht habe. Und ein Zwilling von dem, den ich besucht habe, der steht heute hier hinter der Kamera. Und deshalb bin ich jetzt hier auch für euch in der Lage, einfach in der Werkstatt hin und her zu gehen. Und ihr seid einfach immer mit dabei. So, und weil ich habe mir einfach gesagt, der Dienstag hat sich so genial entwickelt. Und warum soll ich jetzt bis zum 100. Dienstag warten, bis ich euch etwas präsentieren kann, was so keiner hat. Nämlich, wenn ich hier baue,
dann kann mein Kameramann jetzt einfach überall mit hingehen. Und nicht nur hier, sondern wenn wir etwas haben, dann kann ich auch einfach mal hier hinten in die Ecke gehen und ihr seht auch den restlichen Teil der Werkstatt, ohne dass ich großartig umschwenken muss, sondern ich musste einfach nur ein bisschen umbauen und ein bisschen Platz für den Kameramann lassen, weil der hat wirklich ein sehr, sehr, sehr großes Hinterteil. Aber naja, dafür habe ich jetzt den puren Luxus und kann jetzt mit euch in der Werkstatt bauen. Und ja, nicht schlecht, oder? Was haltet ihr davon? So. Andere botten sich zu Scriber. Ich chatte Punkte. Ah, okay. Also, ich hoffe, euch zeigt doch mal den Kameramann an die B. Nee, das tut mir leid. Also, der ist so unfassbar scheu. Und wir haben halt eine Vereinbarung. Ich zahle ihm nur die Hälfte und dafür darf ich ihn nicht zeigen. Finde ich ziemlich faire Sache, oder? Ich finde das krass, wie du schwindelst, nur weil der jetzt illegal im Land ist. Also. Naja, okay, aber sagen wir mal so, es ist auch ein Kamerapraktikant. Es kann ab und zu mal sein, wie ihr seht, dass er auch mal in die falsche Richtung schwenkt oder einfach auch zu weit schwenkt, ne? So, wie ihr seht, er ist noch im Training. Ne? Er verarscht mich natürlich auch so ein bisschen. Ne? Und dieses Verarschen, das ist natürlich so, naja, also wenn er einfach nur so ab und zu einfach mal nur die Werkstatt zeigen will, ne, dann würde ich sagen, finde ich das nicht so nett. Aber egal, in der restlichen Zeit funktioniert er ja echt spitze. Und ihr könnt jetzt als allererstes, während ich mir ein Teechen eingieße, einen wunderbaren Ingwer-Tee, könnt ihr euch einen Namen für meinen Kameramann einfallen lassen. Erstmal danke für dein fettes Abo. Dankeschön dafür. Also ihr könnt jetzt hier abstimmen, wie soll denn der anonyme Kameramann heißen? Hä? Habt ihr eine Idee? Der Wolfgang Schlick schreibt, der Kameramann ist bestimmt Pero, der grinst schon so. So, also, also Pero, du kannst beweisen, dass du es nicht bist, indem du mal beide Hände in die Kamera hältst. So, guckt mal. Genau, schön, hier. Also, alle 10 Fingerchen frei. Alle 10 Fingerchen frei. Der Pero kann es nicht sein. Das Schöne ist beim neuen Kameramann, dass er auch einfach die Klappe hält, unfassbar leise ist und wir einfach unser Ding machen können. Heinz Uwe, Klaus kommt als vor, Horst, Arne ist es. Nee, Arne, wie ihr merkt, ist ja heute Abend nicht da. Der liebe Arne war in der Schweiz und hat sich ein bisschen neue Maschinen angeschaut. Kamerakind als Name Ostwald, Cambot, Lenore, Caligula, Ulf Bärbel, der gute Geist, der Kameraklaus, ja, das stimmt. Gabelstapler Klaus, ne? Gabelstaplerfahrer Klaus. Genau, danach könnte er eigentlich auch genannt werden. Genau. Caligula. Genau. So. Ah, da ist der Matthias und der Matthias hat wieder ein Echo mitgebracht. Wahnsinn, der Querulant. Jürgen Egon. Matthias, hörst du uns? Genau. Ich glaube, der Matthias hört uns nicht. Ich glaube auch. Matthias, hörst du uns? Trotz der riesengroßen Ohren. Ah, ihr seht, heute läuft wieder tonnenweise schief. Bei Matthias ist irgendwas. Ja. Ich glaube, der Matthias hört uns nicht. Doch. Ich glaube auch. Ja.
Also, der Matthias ist nicht in Echtzeit da, wie ihr gerade merkt. Der hört uns irgendwie einen Kilometer verspätet. Ja. Ja, Frank Schmidt meint die Mardercam. Das wäre auch ein cooler Name. Oh, die Mardercam, genau. Ja, aber Marder. Ja, der Detlef Peters, der Wendler. Nee, der müsste aber dann der Schwenkler heißen. Ja, irgendwie. Das ist ja geil. Der Schwenkler. Bunkerkind wäre ein guter Name. Das Bunkerkind. Genau. Aber mit Mörder-Delay. Ja, genau. Also der Matthias, nur falls du das jetzt hörst, du hast es jetzt verspätet, du hörst den Live-Ton. Hört ihr mich? Ja. Ja. Ich höre euch auch. Jetzt ist super. Jetzt ist super. Jetzt ist wieder richtig. Ja. Ah, du hast nämlich gerade unseren Live-Ton gehört. Okay. Ja. Na gut, aber jetzt ist wieder alles gut. Genau. Oh, jetzt. Der Björn Borg hat einen coolen Namen. Cameron. Oh, Cameron. Der ist super. Finde ich super. Ich glaube, der hat gewonnen. Cameron ist Cameron der Cameraman. Ja, finde ich geil. Cameron der Cameraman. Ja, also Cameron ist gerade, hat gerade gewonnen. Also, ich habe euch ja gefragt, was können wir bauen? Und da gab es einige Vorschläge von einer Scheune über einen Bilderrahmen bis hin zum Fluxkompensator. Es gab wirklich Fine Focus. Sven Melhorn, Fine Focus ist auch geil. Ja, das ist auch geil. Fine Focus. Du nennst die nach der Schauspielerin. Ich sage mal, wenn die im Fernsehen ist, die heißt Kamera Diaz. Oh. Kamera Diaz. Aber Fine Focus finde ich auch super. Fine Focus ist gut. Oh, wir haben keine Frau in der Runde. Björn, das tut mir total leid, aber Fine Focus hat gerade Cameron abgelöst. Vielleicht ist Cameron dann einfach. Wir machen das einfach so. Cameron ist einfach hier die bald dann mal zu einem Topshot wird. Und dann ist das auf jeden Fall jetzt Fine Focus. Super. Fine Focus, I love it. Norbert Oehrle, du kannst nachher die Punkte abrufen. Jetzt ist es gerade auf Whisper gestellt, damit wir uns hier auf den Stream konzentrieren können und nichts anderes. Also, genau, ihr hattet verschiedensten Kram vorgeschlagen, vom Fluxkompensator, wie gesagt, über verschiedensten Kram. Und da ich heute wirklich nur 90 Minuten machen möchte, weil wir letzte Woche wirklich es arg übertrieben haben und ich einfach sehe, dass ich ein so langer Stream ich bin jetzt schon müde, nicht so im Nachhinein gucken lässt, also weniger Leute den gucken als ein angenehmer 90-Minuten-Stream, werden wir das heute auch mal auch schön auf 90 Minuten belassen. So, und deshalb habe ich zwei Sachen und wir quatschen einfach so ein bisschen und geben Fine Focus so ein bisschen die Gelegenheit, sich auch einzuarbeiten, weil das ist auch schon echt ein harter, anstrengender Job. Und was mir selber ein bisschen auf die Nüsse geht, wie gesagt, ist, dass wir hier eigentlich ja ein tolles Projekt hatten, aber das nicht ganz ausgegoren fertig funktioniert. Das ist nämlich hier unser Tassengarage, die wir vor ein paar Wochen gebaut haben. Und da ja, falls ihr das noch nicht gesehen habt, hier, die Fine kann ja mal runterschwenken, hier haben wir die Vorderzange installiert in den letzten beiden Wochen. Und das Ding ist wirklich der absolute Kracher. Ich kann nicht verstehen, wie man ohne Vorderzange in der Werkstatt überhaupt arbeiten kann. Aber wie gesagt, das funktioniert arschgut, aber jetzt kommt es zu einem Aber. Ich habe die Bedienungsanleitung nicht so richtig gut gelesen. Ich komme gleich wieder hierzu, damit werden wir gleich loslegen. Ganz kurz eben zur Vorderzange. Und zwar
ihr habt oder die, die es nicht gesehen haben. Hier ist eine, sind zwei riesige, große, lange Gewindestangen. Die sind roundabout 50 cm lang, würde ich sagen. Und die laufen halt bis hier hinten. Und die Vorderzange hier, wie ihr jetzt seht, die wackelt ein bisschen. Ja? Das liegt daran, dass ich ja nur, ich würde sagen, so 5 cm Gewindefassung habe, wo diese Gewindestange drin läuft auf dieser Seite. Was ich jetzt mache, ich habe mir Metall, ein Metallrohr bestellt und ich werde mir jetzt dann eine Halterung, eine Metallrohrhalterung hier hinten dran schweißen, wo, also unter der Werkbank, natürlich nicht an die Werkbank schweißen, sondern ich werde mir das schweißen mit euch. Und dann werden wir das da drin befestigen, wo dann quasi ganz eng da drin die Gewindestange läuft, damit ich diese, dieses Wackeln hier vorne weg habe. Das sollte funktionieren, oder was meint ihr? Dass du quasi eine Führung baust. Genau, genau. Ja. Genau. Ich hatte, soll das so sein? Ist da keine Führung oder sowas dabei? Nee, da ist keine Führung hinten dabei. Es läuft quasi frei. Ihr habt ja gesehen, ich habe ja von hinten die Gewindehalterung, also quasi das Gegengewinde ja hier montiert, ne? Mit 4 Schrauben jeweils. Wir haben im Livestream nur 2 jeweils festgemacht. Ich habe dann noch die anderen 4 noch mit angezogen. Aber das reicht tatsächlich nicht aus. Also das, wie man sieht, wackelt dann einfach. So. Und weil ich da keinen Bock drauf habe, wird das auf jeden Fall korrigiert. Deshalb habe ich mir dieses Rohr bestellt. Und das ist ein Grund, warum ich jetzt hier vorne noch nicht weitergemacht habe. Weil, wie ihr seht, hier ist noch nichts abgerundet, noch nichts gemacht, noch nichts glatt gehobelt. Weil ich möchte darauf warten, dass das wirklich exakt ist. Erst wenn es wirklich exakt ist und nicht mehr wackelt oder nur noch ganz wenig wackelt, dann will ich das glatt hobeln und so weiter und richtig bearbeiten. Und dann, weil auch heute als Vorschlag kam, hier einmal noch eine Rundrohrbackenhalterung zu bauen, was ich auch sehr, sehr cool finde. Für Rundrohre hier nochmal so einen Backenschutz, um die festzuklemmen. Und aber auch eine Halterung hier für mein, hier, ihr wisst schon, was ich meine. Wie heißt das noch? Werkzeug hier, Spann-Dings. Egal, ob ich das jetzt dafür nutze oder für was anderes, völlig egal. Auf jeden Fall wird es hier auch noch weitergehen. Da wird es so Kleinigkeiten zu bauen geben. Aber wie gesagt, ich will erst hinten die Führung anständig machen und dann geht es damit auch weiter. Wir Frauen verstehen, kann auch Holz schweißen. Ach so, wer Frauen versteht, kann auch Holz schweißen. Ja, ich verstehe die Frauen, aber ich kann trotzdem kein Holz schweißen. In die feste Backe was reinklemmen. Genau, und dann war auch noch die Idee, Bankhaken zu machen. Also hier habe ich ja auch angekündigt, dass es wir hier noch quasi für Bankhaken Löcher reinmachen werden. Die werde ich dann vorbohren und dann werde ich hier, da ist nämlich auch die Frage, mache ich quadratische Bankhaken oder runde? Ich glaube, ich mache runde, oder? Ich würde. Meinst du? Also ich würde, eigentlich ist es egal. Ich sag mal so, wenn du ein weiches Material mit einem runden Bankhaken spannst, könnte es natürlich sein, dass du eher Druckstellen kriegst wie mit einem viereckigen. Moment, meinst du jetzt die Löcher der Bankhaken rund oder eckig oder meinst du die Bankhaken oben, also der Spannkopf sozusagen? Der Spannkopf, aber dementsprechend so. Natürlich auch die Löcher. Ja, warum? Also ich meine, wenn du die Löcher so hast, dann ja. Also wenn ich einen runden Spannkopf in ein viereckiges Loch reinmache, dann versaue ich mir, dann habe ich ja weniger Kraft übertragen. Nein, du könntest ja ein rundes Loch haben und unten einen runden Schaft und oben trotzdem eckigen Kopf.
Ja, genau, so wie eckige Bankkarten gemacht werden. Die sind ja unten rund und oben eckig. Unten rund und oben eckig. Das ist ungefähr so wie Genau. ich selber. Aber ich glaube, ich will runde Bankklemmen oben haben. Er spricht ja nichts dagegen mit runden Bankklemmen. Der Joe F schreibt auch runde Bankhaken. Weil das Ding ist, dann kann ich mit runden Bankhaken, kann ich halt auch hier versetzt mal was spannen. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wobei mit dem Eckigen auch, weil der dreht sich ja. Ja, aber nur wenn er Ja. unten rund ist und oben Ja, das meine eckig. ich ja. Also Genau. eckige Bankhaken an sich komplett eckig würde ich nicht machen. Ich würde runde Löcher bohren und den Teil, der in die Bank reinkommt, rund lassen und oben kannst du es dir dann aussuchen. Das ist dann Geschmackssache. Ich wollte gerade sagen, ich würde runde Löcher machen und du kannst ja unterschiedliche Bankhaken machen, die oben einen runden Kopf haben und einen eckigen Kopf haben und je nach Bedarf verwendest du die. Also. Übrigens, der Peter Hase schreibt gerade was Interessantes. Eigentlich ist das normal, dass er meint jetzt das Spiel von der Spannzange, dass die Zange Spiel hat, weil sobald du was einspannst, bewegt sich ja nicht mehr. Dann ist sie ja spielfrei. Also, sobald du es gespannt hast, ist es ja fest. Dann interessiert es ja nicht, ob das Ding Spiel hat oder nicht. Ist wie in der Sommerpause, spielfrei. Genau. Oh, Alter, ey, der Matthias hat heute aber, der hat aber hier, Der hat also, heute einen Kompressorschrauber gefrühstückt, aber sowas von. ey, der hat aber Ja. hier, hallo, hier bin ich. Nee, hier, hallo, hier bin ich. Ja. Der besoffene Kameramann? Ja, Kamerafrau. Kamerafrau, Kamerafrau. die Einfach mal. Kamerafrau ist auf dem Junggesellinnenabschied gewesen, deswegen ist es alles ein bisschen schwerer. Einfach mal durch die Walachei schwenken, ne? Was ist los? Der Björn hat gerade auch was Gutes geschrieben, wegen dem Bankhaken, einen eckigen Klotz machen und ein Loch reinmachen und einen Rundstab durchschieben. Und der Rundstab ist dann so groß wie das Loch, wo er reingehört. Warum musst du jetzt allen Leuten gerade hier die Werkstatt zeigen? Willst du mich veräppeln oder was? Hey, du willst mich wirklich komplett veräppeln, ne? Oder? Das ist Hallo? der Tennismodus. Nee, mein Joystick klemmt gerade. Entschuldigung, Marcel. Will die Kollegin mich hier aber wirklich komplett veräppeln. Hast du wieder? Ist alles wieder gut? Ist alles wieder gut? Ach, so schön. Jetzt aber, oder? Tü-tü-tü. Das ist doch super. Komm. Meinst du? Hä? Komm, weiter geht's. Also, sei nicht so zaghaft. Hier geht's lang. Tja, beim ersten Date kannst du nicht gleich auf die dritte Base, das geht nicht. So, das stimmt. Also, natürlich klar, wenn ich das jetzt hier festspanne, dann ist natürlich alles dufte und fest. Aber trotzdem vom Schafft. Gefühl her ist es so, dass, und deshalb will ich das festmachen zur Erklärung für euch, weil wenn ich jetzt den hier aufmache, so, und jetzt wieder zufahre, dann trifft er nicht immer millimetergenau, doch tut er wohl. Wieso soll er nicht treffen? Durch die Spannung zentriert er sich selber. Und jetzt kommt's. Hatten wir da letztes Mal nicht zufällig zwei Führungsbolzen weggelassen, wo man das Werkstück auflegt? Nur mal Ach so. Mann! Nur mal so. Bandero! Führungsbolzen weggelassen. Das ist echt was für Anfänger, oder? Ich weiß ja nicht, das ist vielleicht auch einfach nur wegen Gewichtsersparnis und so. Ich meine, die Formel 1 macht das ja auch so. Tuning nennt sich das. Der Ralf Schröder schreibt, er wird seekrank. Marcel, den Robi neu justieren. CNC-Schrauber. Robi? Den Robi? Welchen Robi? Muss kein Robi neu justieren. Jetzt habe ich den Namen der Kollegin vergessen. Fine Focus. Fine Focus. Fine Focus. Ich muss mir den Ja. aufschreiben. Ich Also bin der ja. Jan schreibt was ganz Nettes. Lass den Quatsch mit den Rohren. Das sehe ich ja auch so. Echt jetzt? Ja, ich sag mal so,
Und selbst wenn du da ein Rohr durchschiebst, dann müsstest du das über die komplette Länge so passgenau haben, dass es nachher nicht wackelt und dann wird es trotzdem wackeln. Ja, beim Jan, also ich, also ganz ehrlich, Leute, ich mag den Jan sehr, wirklich sehr. Ich schätze ihn. Ich schätze ihn und der macht tollen Kram. Der ist mir Arsch auf den Fersen, mich zu überholen. Ich habe keine Ahnung, warum. Interessiert mich auch gar nicht, ob ich wachse oder nicht. Aber der Jan, der ist zwischendurch ganz schön aggressiv. Der macht Werkzeug kaputt. Der Jan macht Werkzeug kaputt. Mit Absicht. Mit Absicht. Und hochqualifiziert. Aber jetzt kommt's zu Recht. Jan, Respekt. Hätte ich auch gemacht an deiner Stelle. Alter Schwede. Ja, ich habe die Rohre bestellt für Pfennigskram. Einfach ausprobieren. Ausprobieren. Probieren geht über Studieren, würde ich sagen. Was ich auf jeden Fall machen will, dann lassen wir die Bank einfach so. Meint ihr also, ich sollte das Ding jetzt schon mal hobeln und Bankhaken? Ich habe jetzt nur Bankhaken technisch, weil da müssten wir schweißen und ich kann noch nicht schweißen. Warum auch immer, ist gerade egal. Egal. Das macht mich sauer zum Beispiel. Das macht mich wirklich sehr, sehr sauer. Aber das ist ja auch egal. Also Bankhaken könnten wir jetzt machen. Aber die müssen so ultra gerade wieder runtergebohrt werden. Und dann müsste ich das jetzt ausbauen gerade und dann unter die Ständerbohrmaschine. Obwohl, wir können die Ständerbohrmaschine auch umbauen und dann umgedreht hier reinbohren. Ne? Das ist so eine Idee, oder? Du könntest doch auch eigentlich an deine Bohrmaschine unten einen Fuß dran schweißen, dass du die überall in deiner Werkbank einstecken kannst. Das hat keiner. Was nochmal? Was, wohin? Du baust deinen Bohrtisch unten an der Bohrmaschine weg und schweißt an das Rohr so einen Bankhakenhalter, dann kannst du deine PBD überall in die Werkbank einstecken. Das hat keiner. Das ist richtig. Aber wenn ich so überlege... Es macht auch keinen Sinn! Erstens, jetzt weiß ich auch, warum das keiner hat, weil es keine Sau braucht. Nee, weißt du, warum das auch keiner hat? Weil du müsstest ja dann das Ding richtig weit versenken und deine ja. Bank, was war das jetzt für ein Ton? Und noch spannen irgendwie. Also, ich habe irgendeine Nachricht gekriegt. Und das Ding ist halt, das wäre eine Vollkatastrophe, glaube ich. Ha, ich brech weg. Wisst ihr, wer jetzt gerade dazugekommen ist? Der liebe, liebe Helmut, den ich schon seit einer Trilliarde Jahren nicht mehr gehört habe. Der Palettendealer. Oh, der Helmut. Der Palettendealer hat Zeit. Servus. Von der Arbeit. Der guckt uns von der Arbeit. Bam, du bist mein Mann. Der Helmut macht zum Beispiel sonntagmorgens um 7.30 Uhr streamt er bei Instagram. Und wer ist dabei? Ich. Ja, das war mega, 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 mega. Ich bin total gerne beim lieben Palettendealer immer wieder lustig und sehr unterhaltsam. Ihr Lieben, Bankhaken machen wir gleich. Wir machen jetzt erst eben schnell, weil mein Tee warm wird, machen wir zwei Pimp-Ups. Und zwar lösen wir einmal das Problem, dass sich die Hitze hier drunter staut. Und deshalb wollte ich, und außerdem hier steht schon, gibt es schon, geile Idee. Marcel, baue einfach ein Vogelhaus, Stefan Bergemann. Ja, nee, ich baue kein Vogelhaus. Genauso wenig wie eine Kiste. Und mach die Löcher mit der Oberfräse. Hä? Ach so, er meint die Löcher in der Werkbank mit der Oberfräse. Echt jetzt? Nee. Ja, hast du so einen großen Fräser? Das wäre mal die Frage. Nee, habe ich nicht. Also,
Ich würde ja sowieso 10er Löcher machen, oder? Reicht doch, oder? 10er. 10 Millimeter. Aber Pero, warum nicht mit der Oberfräse? Du machst da auch mit dem Shaper die, ja, genau. Türmarkierung. Die Tür. Naja, ich könnte mit dem Forstnerbohrer, ich könnte irgendwie mit dem Forstnerbohrer natürlich Löcher machen. Hast du so einen Bohrständer, damit die senkrecht werden, oder willst du so Freihand? Entweder Freihand oder, wie gesagt, wir drehen uns gleich die PBD 40 um. Wisst ihr? Ja, wie meinst du das? Ja, ja. Du drehst. Ach so, du verdrehst ja, dich quasi um. Die kann ich nach hinten schwenken und dann kann ich ja frei bohren. Ha! Tada! Das ist ja. Ja, ja. Schlecht. Ja, ja, deshalb ja. Und zwar werde ich mir jetzt hier erstmal, das Ding machen wir jetzt mal eben fix hier fertig, dann ist das vom Tisch. 19 oder 20er, 20 Millimeter Löcher. Ja, würde ich auch machen. Zentimeter ist ein bisschen mager. Wenn du da was dagegen spannst. Zentimeter ist mager. Ihr seid mir echt welche. Egal. Wir machen das jetzt mal eben kurz hier. Und zwar will ich hier oben kurz eine Perforation reinmachen, damit der Dampf entweichen kann. Und zwar mit ganz kleinen Löchern. Der Jörg Brieskorn schreibt schon gleich 20 mm oder 3/4 Zoll. Ja, machen wir 20 mm. Sollte ich auch als Forstnerbohrer haben. Egal. Also wir machen jetzt hier mal ein paar Löcher rein, damit der Dampf entweichen kann. Und dann müssen wir uns eben hier noch eine Lösung einfallen lassen, dass jetzt hier die Tasse, so wie sie ist, auch hier funktioniert. Weil irgendwas funktioniert ja hier noch nicht richtig. Und das wollen wir dann auch zum Funktionieren bringen. So, und dafür muss ich mir jetzt hier erstmal, das kann die Kollegin nämlich leider noch nicht, und zwar muss ich jetzt hier erstmal, einmal Schärfe, muss ich mir jetzt hier ein kleines Raster aufsetzen, und dieses Raster soll dann, genau, dieses Raster müssen wir dann bohren. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Hier. Der Peter Hase schreibt mir gerade, er soll eine MPX-Platte nehmen, drauf schön die Löcher anzeichnen und mit der Tischmaschine bohren. Eine Leiste drunter schrauben, mit der das Ganze in die Vorderzange kommt. Hä? Was? Ich glaube, er will mir irgendwie sagen, dass du einen Einsatz bauen sollst für die Vorderzange. Indem du Löcher reinmachst, dass du das irgendwie in die Vorderzange spannen kannst. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ich kann es dir nicht sagen. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es nicht gelesen. Sätze, die mehr als 4 Wörter haben, da wird mir immer schwindelig. So, also ich zeichne das jetzt mal hier. Ich würde in einem Raster von einmal einem Zentimeter, würde ich jetzt hier mal eben kurz so ein Raster aufzeichnen. Und Rasterman. Und dann, mal gucken, im Kreis oder sowas irgendwie ein. Ach, jetzt blicke ich, der Peter Hase hat es gemeint als Bohrschablone. Jetzt, okay. Wie als Bohrschablone. Ja, dass du quasi ein Brett nimmst, das du unter der Tischbohrmaschine bohrst, damit du schöne gerade Löcher hast und dann da mit dem Forstnerbohrer durchbohrst. Aber wenn du das mit der die PBD verdrehst und die auf der Werkbank hin und her fährst, dann ist das ja obsolet. Das ist dann obsolet, genau. Würde ich und sagen, schon, dass das obsolet ist. Ja, genau, weil du hast ja dann immer eine gerade Auflage. Und ich habe mal wieder als Hauptschüler mega geil ein Fremdwort benutzt. Gott. Ich wollte gerade sagen, du kannst mal deine Fremdwort ja nicht imprägnieren. Ja, ich freue mich auch. Was kannst du mit deinen Fremdwörtern? Kennst du es nicht? Du kannst mal mit deinen Fremdwörtern ja nicht imprägnieren. Der ist leider gut. Kannst mir mit deinen Fremdwörtern gar nicht imprägnieren. Übrigens, das wollte ich jetzt auch noch sagen. Ich wurde schon darauf hingewiesen, lasst mal allen einen schönen Daumen nach oben da. Das wäre sehr, sehr nett. Weil dann freuen wir uns alle. So.
Fände ich auch super. Ja, Helmut, ich versuch's. Der Helmut und ich versuchen in letzter Zeit immer zu telefonieren und nach 2 Minuten oder maximal 4 ruft irgendjemand bei mir an, der irgendein Blödsinn von mir will, von der Firma. Ja, das ist natürlich dämlich. So, Kinder, wir haben jetzt hier schön ein Raster aufgezeichnet. So, seht ihr, da ist das Raster. Und das werden Raster. Wir jetzt mit einem kleinen Metallbohrer einmal uns schön einmal ha! Durchbohren. Der Björn Borg schreibt was Interessantes. Was? Bist du sicher, dass du die Bohrmaschine mitsamt dem Ding verdrehen kannst? Weil du hast ja die Zahnstange dran. Kann man die um 180 Grad drehen? Ja, Kinder. Das ist ja gerade der Trick. Das ist ja, genau das ist ja der Trick. Ne? Genau, also haben wir hier das einmal gemacht. Und jetzt habe ich, jetzt muss ich selber mal eben gucken, wo ich ihn habe. Da habe ich ihn. Habe ich einen Körner. Und mit dem Körner würde ich mal eben ganz kurz hier die Löcher ankörnen. Das ist ein sogenannter Automatikkörner für alle, die nicht wissen, was das ist. Entschuldigung, weil gerade kommt meine Frau und sagt, unten brennt's. Moment, Jungs, ich bin gleich wieder da. Wenn nicht, ziehst ja bald um. Unten brennt es? Ey, was ist denn heute los? Können wir das mal sagen? Ja. Keine Ahnung. So, also das ist ein sogenannter Automatikkörner, findet ihr auch unten in der Videobeschreibung unter meinem Werkzeug. Kann ich euch nur sehr empfehlen, weil der macht einfach genau das, was man braucht, um metallisch zu bohren. Da seht ihr, perfekt. Und was war's? So, also wir haben hier so vor unserem großen Gebäude so einen Gemeinschaftsaschenbecher und da hat wohl irgendjemand eine Kippe reingeschmissen, die nicht ganz aus war. Ja, das wird sich frei brennen. Weil der Ding ist aus Stahl. Hat das nur fürchterlich geraucht. Ah, okay. Also, wie gesagt, hier Automatikkörner. Wirklich extremst zu empfehlendes Werkzeug für jemanden, der Metall mitbearbeitet. Weil dieser Automatikkörner ist, je nachdem, welches Material man körnen will, kann man hier die Schlagkraft dieses Bolzens, der hier drin ist, einstellen und dementsprechend kann man vorkörnen. Und ich habe immer so einen Körner gehabt, mit dem man, wo man dann einfach mit dem Hammer immer zuschlagen musste. Funktioniert auch. Aber wenn ihr mal in der Versuchung seid und solchen, och, Lieschen, hallo, hier bin ich. So. Du darfst dir nicht immer andere Namen geben, deswegen hört sie nicht auf. Es kann doch nicht wahr sein. Wo willst du denn hin? Fienchen. Ich bin hier, Bienchen. Fienchen, nicht Bienchen, Fienchen. Ja, Fienchen. Fienchen. Ich glaube, Fienchen hat ein Problem. Fienchen hat ein Problem. Hier bin ich. Guck mal. Fienchen. Fienchen. Was ist denn da los jetzt? Ich habe hier diverse Vetos wegen der Idee mit den Löchern. Der Conny schreibt und der Daniel Schneider schreiben, ob das mit den Löchern was bringt, weil das Wasser kondensiert am Aludeckel. Und außerdem sei ja die Funktion vom Schutzdeckel dann dahin, wenn du da Löcher reinmachst. Also Leute, ich erkläre euch jetzt was. Wenn der Marcel die Löcher gemacht hat, kommt da Unterspannbahn drauf, eine Lattung und dann ein paar Brastziegel. Und dann ist gut. Nein, ich mache ja... Ortgang. Ich mache ja, wie gesagt, ich mache nur ein paar Löcher und die sind so klein, dass das ist ja einfach nur zum Auslüften sein soll und so viel Dreck, ganz ehrlich, also wir reden jetzt ja, da, also so viel Dreck wird jetzt durch diese kleinen Löcherchen auch nicht durchkommen, glaube ich. Also ich glaube, das ist bei dir im Keller wie mit den Kindern im Sandkasten. Wenn die nicht mal beim Spielen eine ordentliche Handvoll Dreck fressen, werden sie bloß unnötig krank. Ja, sehe ich genauso. So, jetzt haben wir das, jetzt haben wir alle Leute versorgt mit Infos. Veganer, Bio-Fuzis, angehende Eltern, Helikoptermütter, alles am Start. Also, ich zeige euch das jetzt nochmal. Hier seht ihr,
So werde ich jetzt die Löcher machen. Lustigerweise sieht das jetzt in der Kamera schon so aus, als wenn da schon Löcher drin wären. Abgefahren. Und so klein bleiben die Löcher auch. Was ist jetzt passiert? Meine Frau ist gerade an irgendein Spielzeug gekommen, das hier anfängt zu reden. Also irgendein Plüschtier, das ihr gerade die ewige Freundschaft erklärt hat. Hallo. Bienchen, hier bleiben. Och komm. Hier bin ich. Guck mal, da bin ich doch. Aber nachdem du die Löcher gebohrt hast, baust du dann auch den Temperaturanzeiger an, den Piero vorgeschlagen hat? Dann baue ich auch den Temperaturanzeiger dran, den der Piero vorgeschlagen hat. Wann hat der Piero denn Temperaturanzeiger vorgeschlagen? Stimmt, in der Folge, als wir es gebaut haben, ne? Genau. Der Pariser. Genau. Ach so, der sich dann auf... Da hast, dann bläst er sich auf. Ach stimmt, der sich dann aufbläst. Irgendwas war da. Ich weiß auch nicht, wie ich da gerade drauf komme, aber aus irgendeinem Grund habe ich es wieder quasi vergessen. Es kann sein, dass ich das extra vergessen habe. Ja, bei so vielen Dienstagen ist das ja auch kein Wunder. Ja, aber hallo. Mit der Zeit kriegst du Beansheimer. Wow. Oh. Also ich habe auch eine untere Schublade. Ja. So. So, jetzt muss ich nochmal schnell einklinken. Hier wieder. Die Leute machen jetzt gerade echt aus dem scheiß Blechdeckel eine Wissenschaftssendung. Leute, ihr habt das Wichtigste von allem vergessen. Das Allerwichtigste, warum das funktioniert. Köln. Ganz einfach. Der Dampf flutscht einfach durch ein Wurmloch in eine andere Dimension. Echt? So. Schreiben die Leute jetzt gerade, dass es nicht funktioniert? Oder was? Nein, das ist halt immer noch kondensiert und bla und blub und was weiß ich. Naja, logisch kondensiert es immer noch. Aber weniger, oder? Der Uwe Heinz schreibt, habt ihr wegen dieser Kamerafrau einen Rabattcode für Reisetabletten? vollkommen richtige Frage. Nee, haben wir nicht. Die Schunkelcam. Ja, die Schunkelcam. Aber, also auch die muss ich noch einarbeiten so ein bisschen. Ist halt einfach so. So. Ich brauche mal eben hier, was hier drunter und dann werden wir mal eben hier ein paar Löcherchen bohren. Dann gehen wir mal in der Drehzahl ein bisschen runter. Bei dir, Peru. Nee, ach so, doch, ja. Ja, gut, klar. Ah, die hört sich echt nicht gut an, irgendwie gefühlt. Oder? Irgendwie hört die sich nicht gut an. Also gut anhören tun sich die PBDs an sich ja nicht wegen dem Zwischengetriebe, weil das wahrscheinlich trocken läuft. Meinst du? Die Zahnräder sind wahrscheinlich nur gefettet. Das kann sein. Das kann sein. Ich muss dem Bienchen nochmal eben kurz guten Tag sagen. Den Pinche. So, übrigens, hast du gerade, mit was für einem Bohrer hast du gerade gebohrt? Einen kleinen? Ja. Und was für eine Drehzahl? 800. Dann solltest du ein bisschen schneller machen. Großer Bohrer, kleine Drehzahl, große Drehzahl. Nö, warum? Das war doch super.
Hat doch funktioniert. Hat doch super funktioniert. Funktionieren tut es eigentlich immer bei dir. Das steht außer Frage, weil alles andere zu behaupten wäre deprimierend und einfach nur langweilig. Ich muss mal eben hier gucken, was meine Kamerafrau macht. Oh. Die hat gerade ein kleines, mittelschweres Problem. Ach, der Alex Rutz hat mir gerade ein Foto geschickt, bei denen im Dorf hat es heute auch gebrannt. Aber ich war das nicht und meine Frau auch nicht. Nee, lieber Kane, da unten hat nur der Aschenbecher gefackelt, sonst nicht. Der Arne! Ach, guck mal, wer sich zu uns erbarmt hat. Der Arne! Der liebe Arne! Mhm. Dem gefällt die Kamerafrau. Dem gefällt die Kamerafrau, finde ich auch. Ich hoffe, dass ihm die Kamerafrau gefällt. Genau. So, jetzt habe ich natürlicherweise auf der Rückseite so uncharmante Stellen, dass wir doch mal eben hier gucken müssen. Wo? Der Kraftwerk 67 meint, die Kamerafrau ist in den Bildwechseljahren. In den Bildwechseljahren. Guck mal. Also heute Abend ist hier Flachwitz-Challenge angesagt. Ne? Heute Abend ist hier Flachwitz-Challenge angesagt, ne? Ich merke das schon. Ich hab schon mal 100.000. Der bekommt die Löcher auch ohne Drehzahl rein. Der Conny hat vorher noch geschrieben, ich würde es mal probieren, nur mit den Dellen durch den Körner. Aber da habe ich den Zusammenhang nicht ganz begriffen, weil ich wieder abgelenkt war durch diverse Kuscheltiere, die mit mir sprechen. Tja. Ist der Marcel noch da? Ich weiß nicht, ist er ruhig da? Ja. Hallo Marcel? Wir hören dich nicht. Ist dein Headset wieder leer? Headset. Hallo. Headset, Kuckuck. Headset. Headset alle? Marcel! Mikro-Akku alle, genau. Marcel, der Ton ist weg. Tütüli. Bis morgen früh. So, was ist los hier? Hallo. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich noch. Okay, das ist sehr schön. Der Kraftwerk schreibt, der Tonmann ist gerade eine Rauchen mit der Kamerafrau. Ja, genau so ist es. Ach, ja genau, du solltest die Löcher einfach mit deinem Körner durchstechen. Der Dudelbastler ist auch da. Ach, der Max. Nee, aber der Tonmann ist wieder da. Conny, ihr hört mich auch wieder, die oder? Nase, beziehungsweise ja, wir hören dich. Unterseite der Arbeitsplatten in der Küche. Ja, Conny, die kenne ich. Die Tropfkanten, die man da unten normalerweise drauf macht. Die Tropfkante? Die Traufkante? Die Traufkante. So, die Traufkante. So, jetzt ist nämlich alles durchlöchert. Also der Sascha Gutjahr schreibt... Der Kompressorschrauber. Sag mal, Marcel, er soll was trinken. Und dein Kamerading auch. Auf mich hört er nicht. Ach so, stimmt. Was, also die Kamerafrau von Marcel funktioniert wie ein Gipser auf dem Gerüst. Erst nach dem dritten Bier kriegen die ruhige Hände. Genau. So, also, wenn ich das jetzt da reinmache, dann passt das. Aber das Problem ist nur... dass immer die Kamera, nicht die Kamera, sondern die Tasse so, die ist nicht schwer genug. Irgendwie brauche ich hier so eine kleine Mulde, wo die reinkommt, damit die hier weiter gegenhält. Weil wenn ich hier... Aber mach doch eine kleine Kante hinten rein. Leim doch einen Millimeter Leiste vorne drauf. Wenn du die Tasse reinsteckst, dann hakst du sie damit ein. Ja, genau. Und dann funktioniert das nämlich auch.
einen Millimeter Leiste. Ach, jetzt habe ich es geblickt, was der Konstantin will. Wenn du die Löcher mit dem Körner reingedrückt hättest, da hättest du auch kleine Dellen gehabt. Und an denen wäre dann das Wasser wieder runtergetropft. Wie eine Tropfsteinhöhle. Das ist ja der Conny, der alte Fuchs, du. Warte ganz kurz. Der alte Feuerfuchs. Ja. Dellen von oben rein, wo dann quasi das Wasser wieder abtropft. Genau, also quasi ja, die Löcher von oben reingedrückt, dass es nicht nur ein Loch gibt, sondern auch eine Delle. Ja, ach so, das gibt's ja sowieso. Weil ich so unsauber gearbeitet habe. Ach, das wird überbewertet. So, aber ich kann jetzt hier mir quasi ein Stückchen irgendwas nehmen, weil ein Millimeter jetzt quasi zu sägen, da sehe ich jetzt schon wieder irgendwie nur Theater wahrscheinlich. Ich würde die Tasse einfach mit Klettverschluss in den Halter reinkleben. Och Mann! Hier, die Kollegin, ich würde sagen, die Kollegin hat echt einiges gesoffen, aber also ich habe hier noch so ein paar sehr, sehr schicke Holzreste und die können wir auf jeden Fall da reinkleben. So, ich weiß nur noch nicht, ob das wirklich reicht. Ja, aber das würde... Nee, das ist... Es reicht nicht aus. Es muss der Druck von hier oben sein. Und warum auch immer, das nicht so ganz... Immer Druck von oben. Immer genau. Nur Druck von oben. Ja, ich glaube, dass es auch funktioniert, wenn ich das hier ein bisschen... Matthias, bei dir sehe ich irgendwie ein komisches Bild. Das ist ein komisches Bild? Achso, ich habe die Kamera... Achso, ja. Ich glaube, ich schräge das hier oben erstmal kurz an und guck mal, was dabei passiert. Weil ich habe die Befürchtung, dass, nicht die Befürchtung, sondern ich habe das Gefühl, dass das schon ausreichen wird. Wenn wir das hier... Ja, aber wenn du dann die gerade Taste reinmachst? Das ist egal. Weil die gerade Tasse wird trotzdem Halt haben. Ich muss im Endeffekt den Winkel von meiner Tasse treffen. Ah, guck mal, der 10.000 Abos. Wie hat natürlich die Wahnsinnsidee. Trink die Tasse vorher aus. Dann hast du das Problem. Was habe ich dann das Problem? Ja, damit die Tasse leichter wird. So ein Schlauberger, ey. Wie, damit die Tasse leichter wird? Dann habe ich ja ein Problem. Desto leichter die Tasse, desto beschissener wird das ja. Ich glaube, der wollte sagen, Mama, trink die Tasse vorher. Ja, der wollte wahrscheinlich sagen, trink die Tasse vorher nicht aus. Ah, okay. Ah, und er denkt, du gewinnst damit den Nobelpreis. Den Nobelpreis? Den Nobelpreis, vielleicht Nobelhobel. Den Nobelhobelpreis. Achso, apropos Nobelhobel, ja. Pedro, pass mal auf, guck mal. Timber, ich habe hier so eine tolle Klemme vom Nobelhobel bekommen. Hier, ja. Hier, cool. Guck mal da, so. Wow. Und guck mal, was da drin ist. Wahnsinn. Ein Stoppschild. Für einen brennenden Kompressor. Ach so. Jetzt verstehe ich das. Ja, jetzt, also ich bin ja ein Feuerteufel, deswegen lösche ich nichts. So. Björn Borg meint einfach, den Teil, der nach unten zeigt, verlängern, dann schiebt die Tasse auch nicht mehr nach vorne. Hebelarm lässt grüßen. Hä, was? Was verlängern? Ja, der Teil, der nach unten zeigt. Das funktioniert ja nicht. Das funktioniert ja nicht. Die Tasse ist ja oben breiter. Genau, die Tasse ist ja oben breiter, deswegen drückt er ja oben und nicht. Genau, die Tasse hat die Form von einem Wurmloch. Deshalb habe ich ja diese Konstruktion so gemacht, wie ich sie gemacht habe. Oder mehrere Leute schreiben auch ein bisschen mehr Gewicht auf die Tasse. Nee, einfach oben auf den Deckel. Da muss einfach die Lampe drauf. Meinst du, genau.
Der Betonwürfel. Der Deckel ist einfach nicht. Mensch, Arne! Ich sehe dich! Ja, jetzt erkenne ich gerade, was der Typ da eigentlich baut. Wow. Ach komm, der Arne ist am Start! Arne, altes Arne. Haus! Ja, ich musste gerade noch Daten kopieren und alles mal sichern und jetzt ist okay. Das kann ja gar nicht wahr sein. Der noch angekündigt hat, dass er nicht kommt. Du bist so ein Suchti, du kannst gar nicht ohne. Ich wollte gerade sagen, ich bin froh, dass er noch Hochdeutsch kann, dass er sich nicht beim Lukas versauen hat lassen. Wir machen ein Livestreamli. Streamli, ja? Streamli. Von den Berglis. Ein Streamli. Wir machen ein Livestreamli. Ja, sprachlich muss ich schon sagen, war schon herausfordernd, muss man ehrlich sagen. Ne? Also, wenn man den Jungs so untereinander zuhört und du nur jedes zehnte Wort verstehst, aber sie eigentlich irgendwas Deutsches reden, das ist schon nicht ohne. Also, das wird hier langsam. Ja, solange du was zu essen bestellen konntest, ist ja alles gut. Ja, das ging soweit alles ganz gut. Die Auswahl an Cordon Bleu. Der Husten hört sich aber nicht gut an da. Nee, ne? Das ist das. Guck mal hier, Kinder. Es funktioniert. Jetzt funktioniert's. Ha! Bam! Edge am Arsch die Räuber. Jetzt funktioniert's. Ich habe einfach nur hinten jetzt den kleinen Balken, den ich da dran gebaut hatte, den habe ich jetzt einfach so abgeschrägt, dass das quasi die Form der Tasse ist. Und ach, der Firestarter 13585 schreibt, hey, keine Witze über Schweizer und einen erhobenen Zeigefinger. Seht ihr jetzt? Ihr macht doch keine Witze über Schweizerli. Guck hier, funktioniert. Wie nicht Machelin. Der Conny meint, so fühlen sich die meisten auch in Bayern. Hat er wohl recht. Kann ich auch verstehen. So, funktioniert. Tipptopp. Wir können die PBD 40 umbauen und Bankhakenlöcher machen. Genau. Würde ich sagen. Los geht's. Ah, lecker. Er will sie umbauen, er will sie nicht in Epoxy gießen. Nee, die PBD 40. Ach komm. Ja, der Herr Blei hat es erkannt, ich habe meine Seuche an die restliche Familie weitergegeben. Jetzt funktioniert es wieder nicht. Ach so, jetzt ist zu wenig Flüssigkeit drin. Siehst du, daran merke ich, dass ich was trinken muss, weil ich muss für Nachschub sorgen. Und jetzt gucken wir mal, ob es oben raus dampft. Ah, es ist noch nicht ganz ausgereift, aber es dampft auch oben raus. Es dampft oben raus, Leute. So, wir holen uns mal die PBD 40 her. Und Arne, was sagst du zur Kamerafrau? Ich weiß nicht, was hat sie? Ja, guck mal. Ja, die hat irgendwelche Probleme manchmal, habe ich gesehen. Die macht immer so eine Bootsbewegung, als ob sie irgendwie so eine Schiffskrankheit hätte. Ja. Schiene Fokus. Sagen wir mal so, die trainiert noch. Ja, kannst ja alle 5 Minuten einfangen, das passt schon. Ich wollte gerade sagen, ich fange die Kollegin einfach ein. Ich muss mal eben ganz kurz. Auf was reagiert die eigentlich? Auf dich oder auf deinen Ton? Das ist geheim. Das ist geheim. Oder auf deine linke Arschbacke. Ja, die reagiert auf meine linke Arschbacke. Aber du hast keinen Sender bei dir, wo die weiß, dass der in der Richtung ist, oder? Doch, die zeigt immer genau auf die Antenne vom Sender. Ich bin quasi senderlos. Ich bin senderlos, komplett senderlos. Das ist das Schöne daran. Also hat sie ein Face-Tracking, okay. Arne! Guck mal, wie er wieder Fachbegriffe um sich schmeißt. Der Arne wieder, weißt du? Ja, du siehst immer, wenn er seinen Arsch zeigt, erkennt er sie nicht mehr. Also dann geht sie irgendwo hin, weißt du? Sagst du so, Arne, ja auch, dann verpiss dich. Die Kamera kommt auch nicht hier aus dem Metier, was du denkst. Arne! Ja. Arne, Face-Tracking. Hä? Ist ja auch Gesichtserkennung, nicht Gesäßerkennung. Face-Tracking? Wie soll das funktionieren? Natürlich nicht. Ja. Also, kein gerades Mal. Kenn mich da nicht aus, weißt du doch. So, wir bauen uns mal ganz kurz und jetzt zusammen unsere
wunderbare hier Ständerbohrmaschine bohren wir. Genau, bauen wir uns jetzt mal eben um, mit der Hoffnung, dass ich auch hier das Ding für die Madenschraube habe. Der Jörg Brieskorn hat jetzt schon mehrfach geschrieben, du sollst nicht senkrecht bohren, sondern irgendwie 2-3 Grad schräg. Ich weiß aber noch nicht, warum. Hä? Damit der Druck immer nach unten zieht. Ja, wahrscheinlich, dass der Bankhaken nicht rausrutschen kann oder so, aber ich weiß jetzt nicht. So, also ihr seht, einmal, zack, einfach nur eine Madenschraube gelöst. Zack. Umgedreht. Und Madenschraube wieder fest. So. Und dann müssen wir nur da hinten einfach ein bisschen Gewicht drauf machen. Und zack, können wir hier jetzt reinbohren. Ist doch mega, oder? Also, zeig mir mal ein anderes System, was das könnte. Das konnte Flott vor 35 Jahren schon, ohne sie zu zerlegen. Hast den Riegel aufgemacht und gedreht. Hat jemand eine Idee, welche Riemen ich brauche für meine TB10? Hast du TBC? Ich hab gedacht, du hast mit Flott telefoniert. Ja, aber die haben mir dann irgendwie technische Zeichnungen von 27 Maschinen zugeschickt und meinten irgendwie, ja, es könnte die sein und wir wissen trotz Seriennummer nicht. Keine Ahnung. Und in diesem kann ich dir sagen, pass mal auf, es gibt einen Riemenfinder und das ist keine Schmuddelseite. du gibst da die Abmessung, die Breite, die Dicke und wenn ich jetzt auch mal Google Riemenfinder eingebe, dann... Genau, ich brauche einen dicken Riemen und dann kommst du, genau das googelst du am besten. Lass das deine Frau machen, dann fällt es nicht auf. Genau. Ja, genau, so ist es. Und oder eher doch. Ja, egal. Und da kriegst du dann den passenden Riemen vorgeschlagen. Das ist dann wie Parship nur für Ersatzteile. Riemenship. Oh mein Gott. So, also auch hier wieder ganz ehrlich, Preis-Leistung. Natürlich könnt ihr euch so eine gebrauchte Flott anschaffen. Aber wer eben sagt, gebrauchte Maschine, ne, da muss ich... alles Mögliche dafür und so weiter, traue ich mir nicht zu. Ja, also ich kann nur sagen, ich bin wirklich skeptisch gewesen, muss ich auch dazu sagen. Ich war wirklich skeptisch, aber ich kann heute sagen, dass ich sehr zufrieden bin damit, mit der Kollegin hier. Kann ich nicht anders sagen, auf jeden Fall. Und, wobei wir natürlich die Bohrmaschine des Todes vermissen, ist ja klar. Weil ja, war ja, definitiv bin ich komplett bei euch. Was ich jetzt, was ich natürlich machen werde und machen muss, ist, ich werde auch Bankhakenlöcher hier in die Werkbank bohren müssen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Ne? Der JoF fragt so etwas Interessantes. Welchen Lochdurchmesser haben deine Löcher am Schweißtisch? 16. Lass mich. Komm, wir gehen mit Susanne mal kurz rüber. Dann könntest du es ja kombinieren, weißt du, wenn du auch diese Niederhalter hast und so. Komm, Susanne, dann können wir mal kurz hier messen. Und ich habe hier leider dieses blöde Maß von 15. 16. Sind 16, ne? Schweißtische haben 16. Das ist so ein Standard, glaube ich. Warte. Und bei Holztischen fängt es halt dann bei 20 an, was total toll ist. Der Conny schreibt, nur die EK40B ist noch besser als Bohrmaschine. Du meinst das bemalte Klump vom Conny? Ja, tolles Ding. Ganz klasse. Bin begeistert. Ich bin auch mega begeistert. Junge, so. Das Ding soll bohren und nicht bunt sein. Genau, das Ding soll bohren. Fängt beides mit B an. Da
Das stimmt. Aber er hat doch jetzt wieder dieses Clickbait-Video gerade auf seinen Kanal hochgeladen, wo er erklärt, was in der Maschine gut und schlecht ist. Genau 10 Minuten lang. Ne, Conny? Ja, also, wer kann, nur weil du nicht auf solche Ideen kommst. Schlumpf, der Junge, der weiß, wie es läuft. Aber ganz ehrlich, da ich kein 16er Forstner habe, sondern nur ein 15er. Ja, dann musst du es danach per Hand aufbohren. Das rubbelst du dann so auf. Ja, dann werden die Löcher bestimmt rund. Oh, das ist ja mega, mega scheiße. Ich meine, es würde sich halt anbieten, wenn du schon die Klemmen hast, weißt du? Also ich habe meinen Tisch komplett auf die 16er Bankhaken gebaut. Und mit was hast du es gebohrt? Mit einem 16er Bohrer vermute ich mal, oder? Kane 28, ich habe meine auch angemalt. Nein, ich habe meine lackiert, eine Farbe, grau, weil Maschine. Ja, aber der Conny hat seine doch auch lackiert. Hä? Er hat bunt gemacht. Aber mit was hast du auf 16 getrieben? Na, bei mir ist es so, die war ja mit 16 Löchern drin. Also der Tisch. Der Tisch war mit 16, aber was meine Holzplatte, die ich oben drüber habe, die mache ich mit 20er Löchern. Damit du quasi drüber passt. Nicht, dass, wenn die Löcher quasi nicht sauber drüber sitzen. Bei mir ist es so, ich habe ja oben eine Holzplatte drauf und unten drunter den Stahltisch. Genau. So, der Stahltisch hat ein 16er Loch und die Holzplatte hat ein 20er Loch, damit du quasi trotzdem den Bankhook immer durchkriegst, auch wenn das Ding vielleicht mal ein bisschen verschiebt oder so. Aber 16, ja, dann musst du halt einen 16er Bohrer holen. Oder bei dir, ich nehme halt einen 15er her und schleife es danach noch ein bisschen aus. Also das müsste eigentlich gehen. Aber ich krieg ja nie rund 16 geschliffen. Ja, aber Schleifpapier eindrehen, einmal reinstecken und ein bisschen hinherdrehen, das ist ein Millimeter weg, geht auch schnell. Das Wenn du das so erzählst, hört sich das immer so leicht an. Ey, das ist Köln, das geht auf jeden Fall. Tatsächlicherweise könnte ich einen 15er Rundstab einfach oder einen 14er Rundstab mit Schmirgelpapier umdrehen und dann einmal reinhalten. Genau. Oh, jetzt habe ich hier aber ein Beef ausgelöst. Ja, das war jetzt ja auch ein bisschen, ja, ich wollte ja hier provozieren, Jungs, ja. Der Konstantin hat die schon hübsch gemacht. Das ist schon nicht schlecht, ja, aber es ist nur meine Maschine. Ja. So. Aber vorhin habe ich gesagt, ich will 10er bohren und dann habt ihr alle gememmt und habt gesagt hier, nee, das reicht niemals aus zum Spannen. Wir sind ja auch nicht in Memmingen. Oh, Alter, noch. Du willst für einen 10er bohren? Oh, ja, wir nehmen eine Kreisschneider, das ist eine sehr gute Idee. Ja, genau. Kreisschneider auf 16 eingestellt also, und zack. Jetzt mal was ausnahmsweise über was Konstruktives. Der Peter Hase hat geschrieben, er soll sich erstmal die kommerziell erwerblichen Bankhaken anschauen und danach die Lochgröße aussuchen, falls er doch noch etwas kaufen will. Der Konstantin, warum nicht 20? Naja, weil wenn du die 16er schon hast, würde ich jetzt nicht noch ein 20er-System anfangen. Ja, das stimmt schon. Ist halt so eine Frage, ja, weil du kannst die Dinger ja quasi komplett an dem anderen Tisch auch benutzen. Also. So ist es. Du hast halt schon die Siegmund-Klemmen. Die waren ja auch nicht billig und nur fürs Schweißen benutzen ist ja fast schon schade. Dann kannst du sie auch an einen normalen Werkbank nehmen. Absolut. Genau, und nachher rund, um da was gegenzuschieben, quasi kannst du auch normalen Rundstab nehmen oder anderes Material. Ne? Ja, wir bohren 16er, 15. Also 15 und dann machen wir die auf 16. Das machen wir jetzt einfach. Sie sollte eigentlich gehen. Du kannst dann einem doch mal probieren. Also wir werden erstmal hier die Mitte machen, da haben wir ja 5,2, heißt 2,6 Zentimeter ist die Mitte. 2,6 ist die Mitte. Ich muss jetzt gerade nochmal festhalten, Arne, du bist voll das Opfer, Alter. Du hast vorher so posaunt, dass du zu fertig bist, nachher ins Stream zu kommen und bla und blub. Und dann konntest du es kaum erwarten. Ich bin gut im Arsch, muss ich sagen, ja, aber war für euch mache ich ja alles, ne? War das jetzt von meinem Sommer ein Schreibfehler? Ich weiß ja, ihr vermisst ja meine dummen Kommentare, weißt du? Ja, stimmt auch, oder? Nein, aber es ist, also, das Lustige ist ja wirklich, es glauben uns ja nicht viele, aber, das macht schon,
Also euer Konstantin schreibt gerade, dann bestell dir einen 16er Bohrer und mach's nächste Woche. Du ärgerst dich nur, wenn du es versaust. Das glaube ich auch. Also wenn du jetzt da rumbastelst und irgendwelche ovalen Löcher dir da reinzimmerst. Oder Polygone. Das hört sich noch wichtiger an. Genau. Aber ein 15er, wenn du einen 15er Rundstab da hast, mit dem 1 mm Zeug drauf, da irgendwie der 14 oder irgendwas, das kriegst du locker hin, rund zu kriegen. Der Arne erzählt dir das nur, weil der dein Fail sehen will. Oh, mein Junge, ist auch Köln. Den hinterlistigen Arne. Ach komm. Mir egal, ich zieh mir jetzt einen Kaffee. Aber ganz ehrlich, also das sollte doch auf jeden Fall gehen. Das sollte auf jeden Fall gehen. Denke ich auch. So, wir haben 60,5, machen wir erstmal einen in der Mitte auf 30,25. Gute Nacht, Paula. Was, geht jetzt schon schlafen oder sich einen Kopf anstoßen? Ja, der Wecker klingelt sehr früh. Warum ist die Nachricht gelöscht worden? Aha. Dann machen wir 5 cm vom Rand. Der Sönke Kreinschmidt meint, ich vermute mal, dass die 16er Zapfen der Klemmen des Schweißtisches zu kurz sind, um in der Holzarbeitsplatte Halt zu finden. Das jetzt. Ich weiß ja nicht, wie lange die normalerweise in Holzwerk bringen. Ja, er hat tatsächlich recht. Aber da ist, glaube ich, was dran. Guck mal, die sind so, dass man hier unten einmal so ein Dingsbums-Möppels-Dings hat. Ein Pinörkel, oder? Pinörkel, um das auseinanderzufahren. Und damit kann man es kraftschlüssig in dem Loch arretieren. Das ist schon super. Also das ist wirklich super. Und das sollte auch in den Löchern und in dem Hartholz arretieren. Das ist natürlich hier im Schweißtisch, ne, ist das natürlich so gemeint, dass ich das jetzt hier reinmache. So. Und also, dann verdrehe ich das und dann kommt das nicht mehr raus, weißt du? Achso, ich weiß, was du meinst. Das drückt es dann dagegen. Das ist schon gut. Ich habe jetzt gerade noch ein Veto vom lieben Björn Borg. Never mit 3 Ausrufezeichen. Das geht in die Hose. Du schleifst dich da tot. Außerdem bohrst du ja in der Vorderzange nicht durch. Da ist Schleifen im Sackloch noch unmöglicher. Da hat er auch nicht ganz unrecht. Wenn du ein Sackloch in der Vorderzange hast und das ausschleichen willst. Ich weiß, ich habe Sackloch gesagt, ihr Geier. Aber das heißt wirklich so. Das ist natürlich schon... Meinst du? Unmöglich. Und es ist nicht das weicheste Holz, was du da hast. Es ist halt mal echt eine Schweinearbeit, das nachher aufzufeilen. Und genau, was weiß der Arne? Der kennt sich aus mit Cordon Bleu. Test doch mal ein Opferholz. Genau. Testest du einfach mal ein Stück Holz und dann siehst du, ob es geht. Oh cool, der Master Anonymous macht riesengroße Ausrufezeichen, wo dran steht liken. Leute, liken, liken, liken. Das ist ganz wichtig. Komm, wir machen einfach mal hier ein. Wir machen mal hier eine Testbohrung in das Dingsbumsholz hier. Ja. Du kannst ja ein Restholz nehmen, das dann nachher das bohren und nachher in die Vorderzange reinschrauben und einfach mal versuchen, gegen den Tisch zu spannen. So, okay, das ist, da geht, also, das ist echt arg zu wenig. Das ist wirklich arg zu wenig. Und jetzt müsste ich ja erstmal, ich guck mal eben, wenn ich jetzt gerade wüsste, ob ein anderes Bohrset, aber ein Standard-Bohrset
geht seltenst über 12 hinweg. Ne? Weil das Bohrset, das ENT-Bohrset, habe ich gerade auch geguckt, geht ja nur bis 13. Was ja auch nicht ausreicht. So, und jetzt ist nur die Frage, was gibt es überhaupt an 16er Bohrungen, Bohrern? Gibt es überhaupt 16er Bohrer? Ja. Klar, logisch gibt es 16er Bohrer. Ja. Natürlich gibt es 16er Bohrer. Bohrer. Edelkiste fragt, hast du einen 16er Nutfräser? Nee, ich habe keinen 16er Nutfräser. Nee, ich glaube, ich habe keinen 16er Nutfräser. Ich guck mal eben. Sieht nicht nach 16 aus. Ich habe 10 mm Nut. Und dann habe ich... So. Schön Kaffee geholt. Gibt es euch schon Plätzchen eigentlich oder noch nicht so? Was gibt's? Plätzchen? Ich habe hier schon, bei uns gibt es schon Vanillekipfel und so. Ja. Oh. Bei uns sind schon wieder alle. Lecker. Die Frau ist fleißig hier. Na, wir haben vor 2 Wochen angefangen. KBKs, Cordon Bleu Kekse. Hm. Cordon Bleu Kekse? Ihr seid ja lustig. Nee, habe ich nicht. Also ich habe keinen in der richtigen Größe. Das ist jetzt schade. Das ist was man beim ersten Date auch nicht sagen sollte. Entschuldigung, da war ein Elfer, den musste ich abziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So, warte, da muss ich mal eben ganz kurz, habe ich mal eben hier vielleicht noch eine Chance. Ja, der Pero. Dich muss ich ja mitnehmen zur Cordon Bleu Matrix, ne? Na, wenn ich mal Zeit habe, wenn ich mal umgezogen bin, ey. Ja, ich sag dir, ey, Hammer. Also besseres Cordon Bleu habe ich noch nicht gegessen. Conny, ich kann keine Links freigeben. Ach doch, kann ich. Jetzt geht's auf einmal, da kommt er. Ja, gib mal frei, das Ding da. Also, Entschuldigung, der ist nicht gleich erschienen. Nee. Hier werden keine Links freigegeben. Ah, okay. Ja, der fliegt hier gleich raus, pass auf. Keine Links freigeben. Bam, direkt löschen, ja. Bitte. Hier werden keine Links freigegeben. Machen wir schon. Kannst du nicht mehr löschen. Doch, ja, hast du? Doch, der Conny hat es schon selber gelöscht, glaube ich. Das ist sehr nett. Nee, von Teaser, der Matthias hat es gelöscht. Ich war der Bot. Dankeschön. Du bist so ein botaler Moderator. Ein brutaler Moderator. Nee, hier gibt es keine Links im Chat. Ich liebe deine Kamera, die ist geil. Also falls ihr euch fragt, ob hier eine PBD40 bei mir steht, nee, das ist die Kaffeemaschine. Also du stehst auf Hähnchen? Die ist der Hammer. Die kann sich ja drehen, das ist ja mega. Wie die sich bewegen kann, wa? Die kann sich bewegen. Das habe ich Marcel noch nie sich bewegen sehen. Aber ist doch wirklich cool, oder? Mhm. Ich mag das, ich finde es echt richtig cool, weil die Flexibilität auf einmal in der Werkstatt hier hin und her zu gehen und alles, ich finde es schon geil. Das ist die Joggingbuchse unter den Kameras, das ist völlig geschmeidig und bequem. Ja, finde ich auch. Das Ding ist halt nur, ich muss ja ab und zu nochmal sagen, wo ich bin, weil es ist halt auch schon spät, ne? Und dementsprechend hat sie natürlich auch schon ein bisschen die Zeit vergessen. Ja, die ist ja noch in der Lehre. Ja, die ist noch in der Lehre. Ach, Mist. Das führt leider natürlich dazu, ihr habt vollkommen recht, dass ich mir natürlich die ganze Arbeit hier versaue. Wenn ich jetzt nur wegen einem Beanstalk mir hier die tolle Vorderzange versaue. Ja, das ist ja. Das. Jetzt hast du da geschwitzt wie ein Elch. Und dann, weil wir halt einen Dienstag nicht warten konnten, dann 5 Stunden Arbeit mit irgendwelchen Löchern im Hartholz aufschleifen und so ein Blödsinn, dann versaust es dir. Hm.
Ja, es gibt ja auch diverse Vorschläge mit Schablone und Oberfräse, aber klar, eine 16er Schablone machen für die Oberfräse ist ja dann. Ja, du musst doch einfach nur ein Stückchen aus dem Tisch rausschweißen, drüben auf den anderen Tisch legen und dann hast du die Schablone. Genau. Oh je. Habt ihr mich vermisst? Der Arne, ich sag mal so, Arne. Diese Geistesblitze. Hat er. Hat der Lukas sich aus der Schweiz rausgeschmissen oder? Oder das glaube ich eher. Ich bin freiwillig gegangen. Oder bist du freiwillig gegangen? Ah, sehr geil. So. Also, der beste Vorschlag des Abends hat dir Schuppenwerke gebracht. Trink lieber ein Bier und quatsch mit uns. Das finde ich auch super. Also, ich mache mal eben hier, ich baue mal eben hier die PBD wieder um und dann, wisst ihr was, das war nämlich auch ein total geiler Vorschlag noch und zwar sage ich euch sofort noch, was wir nämlich eben auf jeden Fall noch bauen könnten, wo ich auch total Bock drauf habe, weil ich es auch brauche und unsere Kamerafrau auch noch mal kurz darauf eingehen kann. Erzähl mal von dem Kettenspanner für die Vorderzange. Der Gernot hatte mir eine Nachricht geschickt, und zwar total abgefahren. Gibt es hier für Ketten, gibt es ein Zahnrad, was man quasi dazwischen packen kann und das quasi dann der Kettenspanner ist? Ja, total geil. Wusste ich nicht, kannte ich nicht. Das ist im Prinzip wie beim Umwerfer am Fahrrad hinten. Das ist ja eine Gangschaltung. Da hast du ja quasi auch ein Zahnrad, was spannt. Ja, aber das ist nicht, das ist ein Zahnrad, was auf, also was beide Seiten der Kette quasi berührt. Weißt du? Also die Kette läuft oben und unten und das Zahnrad läuft dazwischen. Ach so, ja, das geht natürlich auch. Ja, ja, genau. Und also wirklich total, total abgefahren. Ich muss nur quasi das, Achtung, extra was für den Bot, das Gliedmaß ermitteln. Und dann kann ich mir so ein Zahnrad bestellen, eher gesagt, drucken und so weiter und so fort. Das funktioniert. So, ihr Lieben, was noch auf der Liste war, war nämlich für die CS70 einen anständigen Schlauchhalter. Weil zurzeit ist ja quasi das hier mein Schlauchhalter. Da könnte ich tatsächlich einen Schlauchhalter gebrauchen, der den Schlauch anständig wegspreizt. Spreizen gesagt. Schlauchhalter, der den Schlauch anständig wegspreizt. Und dann noch eine automatische Kamera, die da hinschwenkt, wo sich bewegt. Alter. Das ist so übel. Also, das wäre tatsächlich echt genial, glaube ich. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das da anbringen möchte, weil das Problem ist tatsächlich, dass ich ja hier meinen Parallelanschlag hier hinten immer wieder in die Führung einspannen muss. Wenn ich jetzt die Schlauchhalterung hier neben anbringe, muss ich immer die Schlauchhalterung abmachen, um den Parallelanschlag wieder dran und wieder abzumachen. Das ist mega nervig. Jetzt habe ich ja hier hinten so einen Hinterführungstisch, den ich eigentlich gerade auch die ganze Zeit nicht dran habe. Warum, weiß ich auch nicht. Und wo es mir gerade auffällt, ich wollte eigentlich die Säge sauber machen,
weil ich hier so viel groben oder eher gesagt feines Zeug drin habe, das hier nämlich nicht mehr absaugt. Ich zeige mal euch, was ich gerade hier raushole. Nämlich richtiges... richtiges... Der Michael Ruh schreibt, Fienchen ist schon hart im Nehmen, kein Wackler beim Schlauchgag. Ja, die machten sehr, 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 sehr guten Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Die machten wirklich Top-Job. Der Herr Blei hat gerade den gleichen Gedankengang wie ich. Der wird jetzt wahrscheinlich den Schlauch einfach oben an deinen Kameraarm binden, mit dem Kabelbinder. Und gut. Nee, den Kameraarm, den können wir auch gleich...